Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Wir bauen heute ein Footraft mit was ganz schön Trickigen. Du hältst deinen Schnauze. Bevor jetzt Verwirrung herrscht, ich habe dieses Video von Julius geklaut. Ich habe es einfach geklaut. Aber ich habe ihm geschrieben, er hat gesagt, es ist okay, wenn ich es klaue. Ich fand die Idee einfach so geil und es hat mich so verblüfft und ich hatte so Bock auf diese Challenge, dass ich es einfach machen musste. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Link zu Julius ist in der Videobeschreibung. Der macht momentan 1A-Content, Freunde. Lohnt sich wirklich mal reinzuschauen. Der Junge strengt wirklich seinen Kopf an. Du nicht. Und dann kommt natürlich ich ins Spiel und mach die Videos nach. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann gehört ihr zu 50% von Ehrenmännern da draußen, die meine Videos gucken und nicht abonniert habt. Ihr macht alles richtig. Was steht heute also an? Ich sehe genau das gleiche, wie ihr seht. Wir bauen einen Footraft und ich darf nur die Spieler nehmen, wenn ich sie errate. Ich habe mir hier ein paar Schablonen zusammengebaut, wie ihr hier ungefähr seht. Die werden die einzelnen Karten verdecken. Und das habe ich in 4 Teile aufgebaut. Das heißt, es gibt 4 verschiedene Schablonen insgesamt. Ich habe wirklich sehr, sehr Bock und will mal mein eigenes FIFA-Wissen testen. Macht ihr ruhig da draußen auch gerne mit. Spult nicht vor. Versucht selbst mitzuraten und schreibt mal in die Kommentare, wie viele Spieler ihr am Ende von allen möglichen richtig erraten habt. Ich glaube, früher wäre ich darin definitiv besser gewesen. Mal gucken. Wir starten rein. Schablone numero uno. Warte mal, eine Formation können wir noch so nehmen, genau. Ja, ich mag die. Ich mag die. So, Schablone Nummer 1. Wird aktiviert, Freunde. Wir gehen rein. Das sieht schon sehr, sehr schwer aus. Oh, bin ich dumm. Gündoğan, Al-Jabbar. Keine Ahnung, wer das in der Mitte ist. Icon, Gattuso und Benzema. Ich gehe mit Gattuso. Ich sag, die Nummer 4 ist safe Gattuso. Wunderbar. Rechts wäre Benzema, in der Mitte. Ich habe gar keine Ahnung. Aber auf der 1 ist auf jeden Fall Gündoğan. Und auf der 2 ist Al-Jabbar, oder? Wunderbar. Wer ist auf der 3? Ja, lol. Never ever. Gattuso können wir jetzt mitnehmen. Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Und jetzt gehen wir auf die 10er-Position und kommen mit Schablone Numero 1. Sieht sehr, sehr easy aus. Die 2 könnte auch noch klar gehen. Die 3 auch, wenn man den Namen so halb sieht. Ich bin gespannt, ob ich beim vorletzten Bescheid weiß. Es ist absolut scheißegal, wen ich hier errate, weil ihr alle scheiße seid. Es ist mir egal. Er spielt auf jeden Fall bei PAOK. Ist es Rainer? Nein, ist nicht Rainer. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ist es Hazard? Ich darf ja theoretisch gar keinen nehmen, aber es ist eh scheißegal. Die sind eh alle kacke. Cool. Wir geben die gleiche Schablone nochmal. Ich will davon jetzt einen erraten. Tom Cruise. Tom Cruise. I don't need a girlfriend, cause I got my cousin, bro. Auf der 1, Johann Cruyff. Auf der 2, Korea. Auf der 3, Cavani. Auf der 5 Dybala, 90 Tempo, 90 Schuss, 72 Tempo, 90 Schuss, aber nur 72 Tempo. Suarez? Harry Kane? Aber ein bisschen wenig Physis für Harry Kane. 82 Pass. Ich sag, es ist Suarez. Also erstmal Nummer 1, Tom Cruise. Wunderbar. Nummer 2, Angel Correa. Nummer 3, wie heißt er nochmal? Fuck, ich habe doch gerade noch seinen Namen gesagt. Cavani. Auf der 5 Dybala. Und ich sag, das ist einfach. Ich sag, das ist Suarez. Das muss ja ein Stürmer sein. Ey, wow. Ratet mit. Es macht Spaß. Ich nehme natürlich Johan Cruyff mit. So, dann gehen wir mal mit Schablone Nummer 3, Freunde. Nächste Schablone für den nächsten Stürmer. Wir sehen einmal nur die linken Sets. Einmal sehen wir nur die Stirn. Einmal sehen wir nur die rechten Sets. Dann sehen wir, okay, die 4. Karte könnte easy sein. Boah, das ist eine sehr, sehr schwere Auswahl. Das ist eine sehr, sehr schwere Auswahl. Das erste ist auf jeden Fall eine Icon. Rechts ist auch eine Icon auf Position 4. Ich glaube, ich würde sagen, auf der 4 steht Ian Wright. Steht auf der 2 Suarez Rulebreaker? Ich glaube schon. Was ist das für ein Kartendesign auf der 3? 90 Dribbling ist ein Stürmer. Und auf der 5 ist wieder ein Rulebreaker mit 91 Tempo, 90 Pass. Die 2 ist Suarez. Und die 5? Rulebreaker mit einem 91 Tempo. Keine Ahnung. Ich würde gerne die 1 wissen. Die sieht eigentlich gut aus. 90 Tempo. Icon mit 90 Tempo. Rivaldo oder sowas? Aber der hat, glaube ich, mehr Pass. Also die 2, 3, also wir lösen mal auf. Die Nummer 4 ist safe Ian Wright. Richtig, wichtig und richtig. Den dürften wir schon mal nehmen. Ich sag die Nummer 2, ich gehe auf Suarez. Ich gehe bei der 1 mit Rivaldo, aber ich glaube, es stimmt nicht. Sanchez. Ich habe wirklich keinen Schimmer, wer die Nummer 3 ist und auch wer die Nummer 4 ist. Ihr könnt noch kurz raten, ich löse auf in 3, 2, 1... Die Nummer 3 ist Ben Yedder. Wie hättet ihr erkannt, dass das
Man of the Matches. Dingsbums, die andere Karte, ihr wisst schon, was ich meine. Und auf der 5, Haaland. Stimmt ja. Aber wir können immerhin mit Suarez nehmen. Oder nehme ich Ian Wright? Mache ich Icon? Ja, komm, ich schau mal, wie viele Icons wir hier kriegen, Baby. Wir gehen mit der gleichen Schablone im zentralen Mittelfeld nochmal weiter. Goretzka auf der 2, Tarabt auf der 4. Champions League Man of the Match rechts, glaube ich. Aber wer? Kai Havertz? Nee, Kai Havertz hat keine 80 Def. Auf der 1 eine Goldkarte. 68 Tempo, 68 Schuss. Ich sag, auf der 1 ist Rakitic. Der 2 ist es safe Goretzka. Nee, das ist kein Rule Breaker. Das ist, glaube ich, ein Headliner. Barella? Ich löse mal die 2 auf, das ist auf jeden Fall Goretzka. Die 4 ist auf jeden Fall Tarab. Sehr einfach, sehr, sehr einfach. Ist die 3 Barella? Muchacho, mangiare, fratello. Ich sag, die 1 ist Rakitic, aber das ist einfach nur geraten. Ah, wunderbar. Ich bin ehrlich, Freunde, die 5. Ich habe das Man of the Match Event von Champions League Karten komplett verpasst. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme Barella mit. Geiler Typ. Das war immer noch nicht alles, Freunde. Die letzte Schablone. Oh, die Nummer 4 sieht aber sehr easy aus. Oh, die Nummer 5 sieht sehr schwer aus. Toni Kroos for Birthday auf der 2. Ist es in der Mitte Gravenberg? Nee, da steht Rakuten auf dem Trikot. Dann müsste es ja De Jong sein. Barcelona, ne? Henderson? Na, ah, man sieht die ersten zwei Buchstaben. Wunderbar. Toti. 86 Def, 98 Pass. Es ist Jorginho. Und auf der 1 eine Icon, 68 Tempo. So ein Skulls oder so ein Scheiß will ich gar nicht haben. Die 5, Jorginho. Wunderbar. Die 4 Henderson, natürlich. Ist die 3 Jorginho, ist die Frage. De Jong. Wichtig. Und Toni Kroos. Aber wer ist auf der 1? Ich rate einfach. Es ist Skulls. Jorginho. Chat, das Team passt tutto bene, tutto wort zusammen. Innenverteidiger. Wer ist auf der 1? Wunderbar. Boah, die 4 ist so schwer. Ist das Upamecano? Nein, der macht nicht so. Ich glaube, das ist eine Winter Wildcard auf der 4. Das ist ein Franzose, mir fällt der Name nicht ein. Auf der 5, Eder Militao. Ich glaube, das ist eine Frozen-Karte. Man sieht die Umrandung. Und ich glaube, auf der 2 ist es Marquinhos. Thiago Silva. Auf der 3, ich habe keine Ahnung. Hier, auf jeden Fall auf der 5, Eder Militao. Mir liegt der Name von den anderen beiden auf der Zunge, aber ich muss es auflösen. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich Upamecano. Und er macht nicht so, er macht so. Aber ich nehme Kimpembe mit. Nächster IV. Startaufstellung sieht gut aus. Koulibaly, Ginter, Maguire. Blanc-Icon ganz hinten. Und bei den Stats habe ich einfach keine Ahnung. Ich wusste es, dass ich da einfach schlecht bin. Koulibaly richtig. Ginter richtig. Maguire richtig. Blanc richtig. Den nehmen wir auch mit. Aber wer ist auf der 4? Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Squad is looking decent, baby. Ich will mal einen nur bei den anderen. Ich glaube, ich habe eine komplett falsche Auswahl hier aktiviert, meine Freunde. Da ist sie. Ich will mal einen nur an den Stats erkennen, wollte ich gerade sagen. Hey, das ist doch Toti. Toti Ruben Dias. Spinazzola auf der 2. Linksverteidiger Acuna 86 auf der 5. Es sieht wieder nach einer Foot versus Eiskarte aus auf der 4. Außenverteidiger Nico Schulz auf der 4. Und ich erkenne schon wieder nicht die Karte nur an den Stats. Man of the Match, Linksverteidiger, hat einen Engländer nicht einbekommen? Der von Chelsea? Mir fällt der Name nicht ein. Wir sind doch auf Linksverteidiger und nicht auf IV, Benji. Und ich sag Ruben Dias, ich Vollidiot. Dann nimm die Spinazzola mit, den haben wir immerhin richtig erraten. Ich werde die Nummer 4 jetzt nur an den Stats erkennen. Reece James. Auf der 1, auf der 2 der Asiate. Ich kenne seinen Namen nicht. Bei Arsenal. Auf der 3, ich kenne deinen Namen nicht. Ich weiß, dass du in der französischen Liga spielst. Woher soll ich wissen, wer der Typ ist, nur mit den Stats? Also ganz rechts Florenzi. Es kommt eher auf Reece James raus. Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach, es ist Bruno. Bruno Perez ist auf der 4. Lazzari rechts. Der 3, wie heißt er? Traoré. Ja, wer soll denn das wissen? Es ist nicht mal der von Arsenal. Wunderbar, Benji. You are fucking racist. Herzlichen Glückwunsch. You canceled yourself. Und auf der 1 Reece James.
Wunderbar. Aber von der Chemie ist es immer noch saftig-knaftig, Freunde. Also hätte ich echt nicht erwartet, dass es so gut wird. Okay, Torwart. Sei einfach... Ist das die Stirn von Timo Horn auf der 2? Ich weiß gar keinen. Ich weiß den Namen nicht von dem Mexikaner auf der 4. Es ist kein Top-Tier-Torwart dabei, das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Ich mach mal blind, ich lasse es durchrollen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich entscheide jetzt zufällig, wen wir nehmen müssen. Und es wird der Mexikaner. Und wer ist da drunter versteckt? Es ist wirklich Timo Horn. Es ist... Wieso habe ich nicht Timo Horn aufgelöst? Ich habe doch Timo Horn eingeloggt, ich Vollidiot. Aber gut an der Stirn erkannt, ne? Die Maria auf der 4. Kingsley Coman auf der 5. Ja, Icon Brasilien. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben alles RM. Es wird Garrincha sein. Garrincha Rulebreaker RM. Headliner RM. Aber ich logge direkt mal Garrincha ein auf der 1. Den will ich haben. Ich wurde gefickt. Dann logge ich Kingsley Coman ein auf der 5. Wunderbar. Die Maria auf jeden Fall auf der 4. Und die in der Mitte. Zürich und... Ich mache das übrigens hauptberuflich, Freunde. Deutscher Rechtsverteidiger mit einer 87. Also auf der 3 ist auf jeden Fall Perisic, Ivan. Auf der 2 Winter Wildcard. Und auf der 1 irgendwas mit Avic. Wer ist denn ein deutscher Rechtsverteidiger mit 87? Ist es peinlich? Es ist nicht Kimmich. Es wird auch keiner von Dortmund sein. Leipzig hat doch keinen deutschen Rechtsverteidiger. Männer, ich schimmer, ich muss Perisic mitnehmen. Wer ist der Rest? Tabsoba, es ist ein Leverkusen-Trikot. Und es ist nicht... Chat. Oh mein. Jetzt wird es aber auch verdammt schwer, weil die Positionen komplett durchgemixt sein können, Chat. Das ist das Einfachste. Hier werde ich immer safe einen erraten. Toko Ekambi auf der 4. Scheiß auf den Rest, ey. Ist sowieso Quatsch mit Soße. Another one. Hier auf der 2. Die Stirn erkenne ich. Die ist genauso groß wie meine. Wie heißt der auf der 4? Wie heißt der auf der 4? Wie heißt der? Ich weiß es. Spielt Italien bei Napoli. Okay, steht da. Wow, herzlichen Glückwunsch. Wir kennen ihn alle, aber keiner spielt ihn. So ein Ding ist das. Ich will eh hier mit ihm, weil der ist mies cool. Blinde Entscheidung. Wunderbar. Torwart auf der 2. Mann, das ist so... Das ist... Ich weiß nicht, wie der heißt auf der 4. Ich spiele den nicht. Pedro auf der 3. Oder? Ich glaube, das ist Pogba. Ach, Mann. Scheiße. Ich muss wieder Zufall machen, Freunde. Format ist nichts für mich. Ich bin zu ungebildet dafür. Komm, das ist meine Lieblingsschablone. Sieht aus wie Jose Fonte auf der 2. Auf der 4 ist auf jeden Fall Matheus Cunha. Ey, wer auch immer die Schablone gemacht hat, was ist mit euch, Freunde? Ich war das übrigens top. Matheus Cunha, du bist ein super Spieler. Du wirst bei Hertha wirklich vermisst, Junge. Wunderbar. Ich habe jetzt mir vorgenommen, den auf der 4 zu erkennen. Nur an der Schnut. Dembele auf der 4. Diogo Jota auf der 5. Rechts 87 Anthony. Was soll ich sagen? Rivaldo, Ronaldo, Pele. Guck mal, das sind alles Flügelspieler. Ich gehe wieder mit Garrincha. Anthony auf der 2. Ah, gut. Dembele Rulebreaker auf der 4. Und Jota auf der 5. Wunderbar. Gary, ich weiß, es war falsch von mir. Jetzt bin ich ganz alleine hier. 1, 2, 3, 4, 5 Positionen haben wir noch, Freunde. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht einen Daumen nach oben da gelassen habt, dann macht ihr alles richtig. Und wenn ihr jetzt denkt, ich will damit euch dazu bringen, einen Daumen nach oben da zu lassen und ihr macht es jetzt, habe ich eine Sache für euch. Lass es. Ich glaube, die 4 ist Florenz. Wer ist denn die 2? Wenn ihr ganz nah an den Bildschirm rangeht, könnt ihr da was erkennen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Guardado ist es. Ich mache die Augen zu und nehme zufällig einen mit. Es ist Madison Square Garden. Jetzt, den ersten erkenne ich. Delaney. Den Nummer 2 hat was von La Soca. Ist es dieser Benjamin André? So blöd bin ich gar nicht. Delaney ist auf jeden Fall auf der 1. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich muss auflösen. Ich gehe mit Delaney und es sind... Anders und Talisca. Wow, sehr schwer. Mark Allister, sehr schwer. Und Gray auch. Sehr, sehr schwer, finde ich. Zufall... Kurz vor Schluss angekommen. Die 2 ist der von Marseille, Caleta K. Boah, auf der 4 dieser Torwart Tata Rujana oder sowas. Ihr wisst, wen ich meine. Ah, wir sind bei Torhütern. Ich verstehe schon die ganzen Leute, die abschalten, weil ich so dumm bin, weil ich nichts erkenne. Ramsdale, yo. Ja, da muss ich jetzt Tata Rujano mitnehmen, den ich erkannt habe. Und der letzte Pick vom Footref. Wir kriegen, glaube ich, keinen guten Zehner mehr. Let's fucking go, baby. Wir nehmen die Schablone. Ich will die 4 nur an der Schnute erkennen. Ich will wissen, ob er Schnute gemacht hat.
Ich weiß, wer der Linksverteidiger ist. Und die Schnute erkenne ich kein bisschen. Der zweite ist Barnes. Die Nummer 5 ist Kappa. Wunderbar. Die Nummer 2, Barnes. Ach, fuck. Widmer. Also, es tut mir leid an alle Schweizer, aber wer kennt den? Delay! Was hab ich gesagt? Delanon oder so? Das ist also das Team. Wir gehen rein. Day. Let's fucking go. Ich hätte gern Pelé gehabt, aber Tom Cruise habe ich dieses Jahr auch noch gar nicht gespielt. Oh mein, ich bin der schlechteste FIFA-Spieler auf Erden. Nein, ich kann einfach keine Abseitswahl, ich kann's einfach nicht. Mann. Halt die Fresse. Tuturashanu, Rospuchuchu! What a great FIFA player! Was reimt sich auf Drake? Ich hab Bock auf einen Milfshake.